Hey Leute, ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute zeige ich euch, wie ihr einen Monsterkopf in Survival bekommt. Los geht's! Damit ein Skelett, ein Creeper oder ein Zombie seinen Kopf fallen lässt, muss dasjenige Mob von einem aufgeladenen Creeper getötet werden. Ein aufgeladener Creeper entsteht, sobald ein Blitz in einem 4-Block-Radius zu einem Creeper einschlägt. Deshalb müsst ihr dann erstmal auf ein Gewitter warten. Und dann könnt ihr entweder einfach warten, bis halt zufällig ein Blitz an dieser Stelle einschlägt, wo gerade ein Creeper in der Nähe ist. Oder was ich euch eher empfehlen würde, dass ihr euch einen Dreizack nehmt mit der Verzauberung Entladung. Diese Verzauberung bewirkt, dass wenn man den Dreizack auf einen Mob wirft, dass an dieser Stelle dann ein Blitz entsteht. Diese Verzauberung geht allerdings auch nur bei Gewitter, deshalb müsst ihr so und so auf ein Gewitter warten. Und dann könnt ihr mit dem Dreizack einfach zu einem Creeper gehen und den einmal abschießen. Ihr könnt den Dreizack mit Rechtsklick sozusagen aufladen und dann könnt ihr da einfach drauf schießen. Dann ist es jetzt ein aufgeladener Creeper und den müsst ihr jetzt einfach zu einem Skelett, einem Zombie oder einem normalen Creeper hinlocken. Die folgen euch ja eh. Und dann könnt ihr den einfach explodieren lassen, nehmt dafür ein Schild, weil sonst werdet ihr halt mit weggesprengt. Und dann seht ihr jetzt schon, dass der Skelett da seinen Kopf fallen gelassen hat. Den könnt ihr dann halt einfach einsammeln und ein Skelettkopf oder auch generell halt einen Monsterkopf von Zombie-Skelett oder Creeper ist eigentlich nur zur Deko da, ihr könnt damit jetzt nichts Besonderes machen. Ihr könnt den Kopf zwar auch aufsetzen, aber das bringt eigentlich nichts. Das war's auch schon mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Like oder auch über ein Abo freuen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.